Mein Name ist Reinhard Lettgen. Ich bin der Vorsitzende des Kunstvereins Rhein-Sieg, der dieses Haus, das Pumpwerk, seit gut 15 Jahren mit einem Ausstellungsprogramm versorgt. Heute haben wir im Haus eine ganz bemerkenswerte Ausstellung eines Künstlers, der in der Region sehr bekannt ist. Es handelt sich um Bruno Russi, der bedauerlicherweise vor etwas mehr als einem Jahr verstorben ist. Wir hatten diese Ausstellung eigentlich schon mal früher projektiert. Jetzt in dieser Weise ist es zu einer posthumen Ausstellung geworden. Nichtsdestoweniger ist es für uns ein grandioses Ereignis im Bildnerischen und zugleich auch, das bekenne ich ganz offen, eine Herzensangelegenheit. Denn es gab unter den vielen, vielen Kollegen, die man so kennt, kaum einen, der mehr Charme, mehr Großzügigkeit, mehr Menschlichkeit mit sich brachte und auf alle anderen hat auswirken lassen, als es im Falle von Bruno Russi der Fall war. Ja, Bruno Russi hat eigentlich sein ganzes Leben lang gemalt. Also schon als Kind habe ich ihn eigentlich auch nur malend gesehen, immer vor der Leinwand. Hat aber früher auch als Designer gearbeitet, also hat jahrelang als Grafikdesigner und als Möbeldesigner gearbeitet und hat auch Möbel konstruiert. Sie sehen an den Bildern ja teilweise auch hier schon, dass er die Sachen wie ein Architekt geplant hat oder auch wie ein Produktdesigner eigentlich die ganzen Sachen durchgeplant hat richtig und auch perfektionistisch ausgeführt hat. Und das ist, haben wir als Kind, also meine Schwester und ich, jahrelang erlebt, dass er vorher Skizzen angefertigt hat. Und also vor so einem Bild zum Beispiel hat er bestimmt wochenlang Skizzen vorher angefertigt, aus verschiedenen Perspektiven, bis es dann zu so einem Bild geworden ist. Er selbst hat übrigens für diese Bändersprache, da merkt man wieder so ein ganz klein bisschen Ironie, den Begriff der Nastromania geprägt. Warum? Weil Nastri ist der italienische Begriff für Bänder. Nastromania ist also eigentlich eine Manie, ja, quasi eine Weltsicht in Bändern, wenn man so möchte. Pastellkreide auf Leinwand, außerordentlich selten. Unendlich mühselig. Wenn man Pastellkreide auf Leinwand malt, die zweifellos vorher grundiert war, dann ist das eine enorme Herausforderung, denn man kann dieselbe Stelle, die man gerade mit Pigment versehen hat, nicht wieder berühren. Es sei denn, man fixiert sie zwischendurch. Das heißt, solche Bilder sind eine Schichtung von unzähligen Fixierungs- und Auftragsschichten. Was wenigen bekannt ist, das ist die Tatsache, dass er ein unglaublich breites Repertoire hatte. Wir kennen ja meistens die in der letzten Zeit, in den letzten Jahren gefertigten Streifenbilder, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen will. Aber er hat einen ganz, ganz breiten Bestand an plastischer Arbeit. In Holz, in Plexiglas, in allen erdenklichen Materialien, in einer breiten Variation. Sehr erstaunlich. Es gibt wenige Künstler, die eine derart breite Palette in ihrem Schaffen vorweisen können und noch dazu in dieser Menge. Unglaublich. Grafik, Druckwerke, Zeichnungen in einer Masse, die Schränke und Ateliers füllen könnte. Und wir haben hier halt doch nur einen winzig kleinen Ausstellungsbestand realisiert, aus gutem Grunde, weil sonst verirrt man sich in dieser Vielfalt.